Aber jetzt muss ich mal Akku sparen, sonst kann ich die Biermesse nicht mehr filmen. Deswegen denke ich, war's das für heute. Wenn wir dort angekommen sind, sage ich noch kurz Hallo und Tschüss. Und das andere kommt dann in einem extra Video direkt. Was ging dort ab und wie viel Bier gab es da und wer ist zuerst hingefallen, wer hat gekotzt. Seht ihr dann alles im nächsten Video. So, neue Folge. Ramses auf die dicken Tour mit dem ISMO. Ich habe es ja die ganze Zeit schon angekündigt. Wir fahren zur Biermesse. Aber das ist nicht die Biermesse, sondern in Karlsruhe beim Raum 13 wird sich getroffen, denn da wird das neue Kraft Handwerker Bier vorgestellt. Und da gibt es eine kleine Sitzung. Wir gucken mal, ob wir da mit rein dürfen, filmen dürfen und natürlich am Ende das Bier probieren, eine Probe nehmen. Ihr seht das hier hinter mir, Haus 13. Ich drehe es auch gleich nochmal um. Der ISMO freut Raum sich schon. 13. Raum 13, der freut sich schon wie ein Schnitzel. So, wir sind jetzt also hier angekommen. Der Raum ist auch schon vollgequetscht. Jetzt fühle ich mich wieder wie auf der Busfahrt, wie die Ölsardinen. Wir machen mal hier einen kurzen hinter mich Schwenk. Drehen uns auch gleich mal um. Hier wurde auch erstmal Cola gereicht zur Begrüßung. Gekühlt, richtig genial. Coca-Cola in der Glasflasche. Die schmeckt am besten. Was ich ganz vergessen hätte, wir haben natürlich auch Namensschilder bekommen, jeder. Das sieht man hier natürlich. Darf man das überhaupt? Darf man das wissen? Ja. André Franz, ISMO, ne? Ganz speziell. Und der dicke Ramses. Einfach nur Ramon Hess. Aber da steht er hier drüben, ganz groß. MC Ramses drauf, da weiß man ja genau Bescheid. Und hinten noch Team ISMO, den Pullover musste ich jetzt extra anziehen, um für ihn noch Werbung zu machen. Und ich bereue es schon so, weil es ist so warm einfach nur. Es liegt natürlich nicht an der Mütze, sondern am Pullover. So, der ISMO schmuggelt sich jetzt mal vorbei und holt mal zwei Handwerksbier, die wir dann gleich mal testen werden, um zu gucken, wie das schmeckt. Zeigen das mal. Handwerkerbier, Kraft. Das Handwerk liebt dich. Und das hat 5,3%. Ja, es ist zwar alles unscharf geworden, aber magst du es mal aufmachen? Willst du das noch vorlesen? Ja. Aber wenn ich da durchlese, sehe ich nichts. Es gibt diesen einen Moment in deinem Leben, an dem du auf Menschen triffst, bei denen sofort alles stimmt. Ihr teilt sogar die eine große Idee, die dich schon dein Leben lang fasziniert. Die Komposition eines geschmacklich einzigartigen und haltbaren Hausbrauereibiers aus der Heimat. Echte Braukunst ohne Kompromisse. Handwerk, das fasziniert. Versprochen. Da ist es jetzt und das wollen wir jetzt mal öffnen. Jetzt halte ich es auch noch zu. Das machen wir mal auf, probieren jetzt. Der ISMO freut sich schon, da schäumt schon der Mund, sage ich mal. So, Tisch und Knack und weg. Jetzt probier du mal den ersten, ich filme mal deine Reaktion und dann kannst du ja bei mir. Der Kenner sagt. Genau, der Kenner. Nennen wir ihn mal Kenner. Gut. Ja, ich habe ja einen Ticket. Dann nimmt er gleich noch einen hinterher. Wenn ich mich weiter zurücklehne, läuft es mir schon alles. Deftig. Deftig handwerkerisch. Das erinnert mich an meine Autowerkstatt. So handwerkerisch wie seine Autowerkstatt. Ihr habt es selber gehört. Und er ist schon fleißig am Trinken jetzt. Das schmeckt ihm richtig gut. Es sind auch so viele Logos mit drauf. Sieht also richtig gut aus. Und vor allem dieses holzige Etikett sozusagen in diesem Look. Richtiges Handwerk eben. So muss das aussehen. Jetzt auch der erste Schluck. Wir sind ganz gespannt, was da auf uns zukommt. Schmeckt auf jeden Fall besser als alles, was der ISMO mir heute schon angedreht hat. Wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert das mal. Ich glaube, in ausgewählten Rewe-Märkten gab es das auch eine Zeit. Oder war das bei Edeka? Du müsstest mir mehr Infos geben, dann wüsste ich das. Und wir schreiben natürlich auch noch einen kleinen Artikel dann unten in die Beschreibung. Das Handwerk liebt dich und ihr liebt dieses Bier. Es
könnte sogar noch ein bisschen kühler sein und ist auch ein bisschen schaumig, ist aber nicht so bitter im Abgang, wie ihr das vielleicht von anderen gewohnt seid. Ist eben ein Craft Beer. Jetzt noch mal einen kräftigen Hieb. So, jetzt, ich warte schon, bis du kommst die ganze Zeit. Ja, sehr schön. Alle unsere Gäste heute Abend sind etwas Besonderes und sind oder haben außergewöhnliche Tätigkeiten. So, der Ismo ist da hinten richtig am Connecten mit dem Kollegen, der auch mit der Kamera unterwegs ist. Der Ramses freut sich so lange, denn jetzt werden die Snacks serviert. Passend zum Bier natürlich auch was für den Magen. Man kann ja nicht nur trinken. Jetzt war ein Vortrag da, verschiedene Vorträge sozusagen. Vielleicht habe ich was reingeschnitten, schneide ich noch, wie auch immer. Und ich kann auch mal die Snacks abfilmen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Jetzt wird es hier richtig laut. Da geht richtig der Putz ab und jetzt wird ordentlich probiert und getestet. So, da ist also angerichtet und ich konnte kaum noch stehen, hätte ich mich lieber mal gesetzt vorhin, da waren ja noch Plätze frei, aber wir haben gedacht, gut, wir bleiben hier vorne, ist schon nicht so schlimm und zwischendurch dachte ich echt, ich fall um, war trotzdem aber ganz interessant, auch der lustige Kollege, der die ganze Zeit Ähm und Ähm und Ähm gemacht hat, da hätte man auch ein Trinkspiel draus machen können, immer wenn er Ähm sagt, einfach einen kurzen trinken, dann wären alle besoffen, war aber trotzdem witzig, es wurde auch oft gelacht und deswegen sehr gute Sache, dass der Ismo mich natürlich hier mitgenommen hat. Er steht jetzt immer noch da drüben. Wir gucken dann nochmal nach ihm, dass er hier nicht verloren geht. Da wird immer noch aufgetischt und serviert. Muss hier gerade Rede und Antwort stehen und der Ramses freut sich immer noch über die vielen Snacks, die hier überverteilt sind. Es hört gar nicht auf. Immerzu kommt ein neuer Teller hier rein. Der ist wohl dick am Connecten, wird schon von jedem hier angesprochen. Richtig gute Sache. Die haben ja gesagt, jetzt könnt ihr euch kurz schließen, austauschen und so. Das sind ja alles kreative Leute hier. Ich bin natürlich der Kreativste, weil wir haben ja alle was Besonderes, einen besonderen Beruf. Die Stelle fand ich am besten. Und ja, ich freue mich für ihn. Immer noch gute Sache. Wir gucken noch mal auf die Snacks und unter die Leute, was hier so geht. So, der Ismo war kurz austreten. Und da hinten sieht man, da habe ich zwei stehen lassen. Wir holen uns am besten nochmal, damit man nochmal genau den Geschmack testen kann. Jetzt ist mir nämlich aufgefallen, das ist eigentlich eher so eine Art Schwarzbier, denke ich mal. Wir haben ja keine Gläser, das ist nur in der Flasche. Aber das hat irgendwie so eine dunkle Note. Ist mir vorhin gar nicht so bewusst geworden, aber je mehr ich davon trinke, desto dunkler wird's. Das läuft sehr gut und das schmeckt auch trotzdem wunderbar. Deswegen hätten wir uns noch eine Pulle holen. Ja, und wir sehen dann mal, ob wir es hier noch rausschaffen. Und ich muss es nochmal sagen, das Handwerkerbier. Fehlt euch handwerkliches Geschick, gönnt euch Handwerkerbier und ihr trefft jeden Nagel auf den Kopf. Und es läuft und läuft und immer besser. Und guck mal, ich schiel schon. Es sieht immer so aus, weil ich halt rüber gucke anstatt da rein. Bin ich so gewohnt von den Pokémon-Videos. Und es wird immer lauter und immer mehr Connections beim Ismo. Bei dem geht's richtig ab. Also Raum 13. Entdecke neue Möglichkeiten. Ismo wieder am Connecten, wie man sieht im Hintergrund. Der Ramses am Testen. Das ist das perfekte Duo. So sieht man das. Bereit? Dann halt es neben deinen Kopf. Wenn du absetzt, du machst. Ja. Ja. Okay. Das. Ja. Bereit? Jetzt. Ja, drin. Ja. Das war doch super, oder? Ja.
Und das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Das steht nämlich hier. Und das reimt sich sogar. Das steht nämlich hier. Handwerkerbier. Guck dir den Tisch an, du. Ich sage dir. Das ist immer so schlimm. Das Etikett. Jetzt kurz hoch. Ja. Und das nächste. So, trinken tut ja keiner, ne? Ist nur immer. Ich mache immer nur alle Biers auf und dann lass mich stehen. Der Isbo liegt schon unterm Tisch, wie der Hund vorhin. Wer den gesehen hat, den habe ich bestimmt auch irgendwo mit reingenommen. Und ich gehe noch mal rein, ich hole den hier raus, den lasse ich nicht zurück. Aber war ein richtig cooler Abend, richtig gute Sache, das Handwerkerbier. Wir gehen noch mal zurück und gucken noch mal, eins geht bestimmt noch. Und den Isbo muss ich hier auch noch rausholen, der vegetiert hier nämlich immer noch irgendwo rum. Was ein Bier mit BW-Kost. Ton ist drauf. Okay, passt. So. Es ist jetzt 23.45 Uhr. Wir sind endlich wieder zu Hause angekommen. Mir ist so warm. Ich schwitze so dermaßen. Das war so ein heißer Tag, sag ich mal dazu. Handwerker Bier müsst ihr euch geben. Das Handwerk liebt dich. Kraftbier. Da müsst ihr mal unbedingt testen. Entwickelt und gebraut in Karlsruhe. Müsst ihr mal abchecken. Gibt's dort auch in diversen Rewe und demnächst auch Edeka Märkten. Gibt's halt nicht überall, aber dort in der Umgebung könnt ihr das wirklich mal auschecken. Könnt ihr mal probieren. Und jetzt wollten wir dann heim und dann hieß es noch, wollte nicht was mitnehmen, bisschen noch was, so von den Platten, da gab es ja Essen, alles hin und her, wurde uns was eingepackt. So eine Tüte einfach mit Schnittchen hier, also hier so Brot, Weißbrot, Baguettes, sonst was. Das riecht frisch und lecker und knusprig und da ist so Röstzwiebelbaguette mit dabei, so einen ganzen Beutel und den musste ich jetzt durch die ganze Stadt schleppen und nicht nur das. Wir haben hier auch noch diverse Fresspakete mit Wurst, mit Käse, Spießen, mit Speck, Bacon, sonst was, alles drum und dran, Oliven. War ein wirklich krasser Tag, hätte ich nicht gedacht. Am Anfang standen wir da so ein bisschen verloren rum, dann kamen die Vorträge, okay, dann kam das so mal das erste, zweite Bier, okay. Und dann plötzlich, da ging es richtig ab und die Leute alle richtig cool. Kenne ich gar nicht von hier, deswegen bin ich froh, dass der Isbo mich mitgenommen hat. War eine richtig gute Zeit, ein richtig guter Abend auf jeden Fall. Haben auch einiges getrunken, muss ich sagen, im Nachhinein. Im Zug ging es dann noch weiter. Ein Bierchen hier, ein Bierchen da. Noch einen Kollegen getroffen vom Isbo. Also das ging richtig ab. Richtig cooler Tag für uns. Für euch vielleicht richtig cooles Video, je nachdem. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr auch schon das Handwerkerbier probiert? Würdet ihr das gerne mal testen? 5,3 Promille. Und ja, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.